Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir sind wieder bei Batman Arkham Knight. Und wir sind ja immer noch dabei, den Handabdruck nachzustellen. Das heißt, ich muss jetzt mit diesem super tollen Scanner hier langrennen und die Fingerabdrücke nehmen. Da, jetzt kann ich das scannen mit der Leertaste. Ich habe Stacks Daumenabdruck an dieser Stelle rekonstruiert. Noch drei Stellen zu scannen. Noch drei Stellen. Jetzt müsste ich... Ach ja, das war ja alles hier. Alles in diesem kurzen Zeitraum schon passiert. Mittelfinger. Ich konnte Stacks Mittelfingerabdruck von hier rekonstruieren. Noch zwei Stellen scannen. Die eine hier und die andere war dann, glaube ich, ganz unten. Ich habe einen Abdruck vom Zeigefinger. Noch eine Stelle übrig. Ach, den kleinen Finger braucht er denn nicht, oder was? Wo ist das nächste? Jetzt bückt er sich hier so da hinten an dem Tor. Okay. Dann müssten wir ja durch die Tür kommen. Hoffe ich mal. Ach so, da sind beide. Ich habe den vollen Satz. So sollte ich auf Stacks Computer zugreifen können. Na denn, machen wir uns mal geschwind auf den Weg, Neo. Mit dem schönen OBR wieder. Du benutzt Stacks rekonstruierten Handabdruck, um auf den Computer zuzugreifen? Echt genial, Bats, wirklich. Oh, ich weiß was. Wenn du fertig bist, hacken wir sein Online-Dating-Profil. Oh Gott, der hat Ideen, Junge. Willkommen. Mr. Stark. Ich kann die Geschütze auf dem anderen Luftschiff nicht aus der Distanz deaktivieren, aber ich kann die Geschütze auf diesem Schiff steuern. Die Waffen werden erledigt. Jetzt ist Scarecrow dran. Oh Mann, ich konnte nicht mal selber schießen. So, jetzt soll ich Scarecrow... Okay. Das heißt, ich muss wahrscheinlich zur Hauttür, genau. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Mein Spätzle, wir wollen, glaube ich, da hinten durch. Den nicht, oder? Auch hier? Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Stark. Guten Abend. Sir, wegen der Identität des sogenannten Arkham Knight. Was hast du gefunden? Gar nichts, Sir. Keiner der ehemaligen Insassen von Arkham City, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, entspricht dem Profil. Erweitere die Suche. Als der Joker die Anstalt übernommen hat, sind Dutzende geflohen. Suche nach jungen Männern mit Militärerfahrung. Download der Daten läuft, Sir. Die reden etwas plastisch, etwas monoton heute. Gut, er liegt auch etwas monoton rum. Oh, hier werden wir wieder ein Spielchen haben. Welche Taste war das jetzt? Ich unterbreche. 8, 9. Seilwerfer, 7. Unterbrecher, 6. Brauchbombe. 0. Distanz-Hacking-Gerät. Sehr gut. Dun, 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 dun. So, was haben wir jetzt hier? Lipgloss. Lieber. Die drei Buchstaben, ne, wenn man drauf kommt. Lipide. Gut, dass ich weiß, was das bedeuten soll. Was zum Teufel hast du mit mir gemacht? Dir geholfen, Idiot. Jeder, der dich jetzt anfasst, kriegt 1000 Volt ab. Die Kampfanzüge der Miliz können kurzzeitig unter Strom gesetzt werden. Ich kann sie nicht schlagen, wenn sie in diesem Zustand sind. Ja, du? Ja, mit dem Distanz-Hacking-Gerät komme ich da nicht weiter. Ich komme ja schon. Ich wollte bloß was ausprobieren. Huch. Jetzt ist es nicht mehr so stark, was?
Warte mal, ich muss mir erst noch was einfallen lassen für die Stromtypen. Lass ich die am besten erstmal aus. Betsy, auslassen, habe ich gesagt. Nicht schlagen. Oh, er macht hier wieder einen Erfolg, Junge. Na, na. Ach so, wenn ich die einmal geschlagen habe, dann verlieren die danach ihre Schockintentionen. Na, du stehst nochmal auf. Leg dich mal wieder hin. Ist er? Schön Schlummi machen. Du kleiner Sack. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Wayne, aber ich kann ein weiteres Upgrade für den Wagen vorbereiten. Was darf es sein? Was ist das? EMP. Oh yeah. Und? CPU-Virus. Nö, das ist alles mehr Action als so ein scheiß Virus. Also. Der Nahbereich EMP wird alle Fahrzeuge und Raketen in der Nähe lahmlegen. Sehr nützlich, wenn sie in die Enge getrieben werden. Nehmen wir. Exzellente Wahl, Sir. Nichts ist besser als ein Nahbereich EMP, um sich etwas Luft zu verschaffen. Keine Sorge, das Batmobil ist immun. Du bist auf der Liste für eine Gehaltserhöhung, mein Freund. Oh, Stufenanstieg. Da geht alles so schnell hier. Aber ich glaube, ich kann noch gar nichts Sinnvolles mehr auswählen. Mit dieser Batclaw-Verbesserung können bewaffnete Angreifer überrascht werden, indem ihnen aus der Entfernung die Schusswaffe aus der Hand gerissen wird. Dieses lässt sich im Kampf sehr gut mittels der Schnell-Batclaw erreichen. Ja, werde ich wahrscheinlich eh nicht nutzen, weil ich den meistens lieber auf die Fresse haue, aber wir wählen es mal aus, ne? Nicht umsonst Punkte sammeln hier. Wilke Messi. Oh oh. Elektriker spielen? Na, bitte? Nee, diesmal nicht. Hätte ja sein können. Warte mal, der Zugangspunkt zum Stabilisierungssystem wurde zerstört. Oh. Ist das kaputt gemacht? Ups. Da war es niemals. Nicht. Ich doch nicht. Ach, hier sind zu viele Energiedinger. Ich werde hier wahrscheinlich durch irgendeine Tür müssen oder irgendwie was. Ach ne, hier. Schon wieder dieses tolle Teil einsetzen. Jetzt kommt wahrscheinlich Epidemie oder... Oh. Was Größeres. Vielleicht errate ich es ja... Ah. Nuklein? Nukleinsäure. Hallo. Da. Nukleinsäuren. So. Oh, das ist auch bitter kalt hier. Macht doch einer einen Alarm aus. Ich überlebe das. Gleitritt durchs Fenster. Okay, Schlippi nochmal hochziehen und ab dafür. Und jetzt? Ist kein Elektrospacken dabei. Aber wieder so ein kleiner Samurai-Fuzzi. Mensch, ich wollte gerade Alt 1 machen. Siehst du, durch so diese kleinen Spitzfinger-Tricks kriege ich ja noch auf die Fresse. Satan hat mich jetzt beschmissen. Kopfschmerzen hat er jetzt. Kopfschmerzen. Alter, hier, die haben hier die alle abgeschlachtet, oder was? Hm. Also, Herr Doktor, ich würde sagen, nach diesem Röntgenbild ist auf jeden Fall ein Schädelbaselbruch vorhanden. Und Alter, was sind das für Beine? Guckt euch mal den kurzen Oberkörper an. Was soll denn das sein? Ich bin ja kein Arzt, ne? Das sieht nicht gut aus. Ich würde sagen, der Patient... Was hängt denn da drinne? Hat ein bisschen was von The Evil Within, wa? So, wo soll ich jetzt hinlaufen? Wahrscheinlich hier wieder zu dem Gerät auf den Button drücken oder so? Auch nicht.
Ich kann einfach die Detektiv sehen. Doch, da muss ich hin. Sicherheitsschloss. Lol. Tür verschlossen. Locked. Das ist mir schon klar. Muss ich jetzt schon wieder das komische Teil einsetzen? Nö. Tür verschlossen. Komme ich hier oben irgendwo lang? Hier wird irgendwie... Null. Aber die Dinger hier... Mensch, jetzt gib mir doch einmal Explosivgel. Batarang. Wo habe ich denn die Batclaw? Da ist jetzt, kann ich das Ding nicht runterziehen? So, was habe ich jetzt gemacht? Ich befreie einfach mal irgendwelche Insekten und es bringt gar nichts, oder was? Ich renne mal hier hinten lang, vielleicht war hier noch irgendwas. Doch, siehst du, ich kann hier irgendwo hin. Da war gerade F. So, als ob ich hier irgendwas auswählen kann. Oder auch nicht. Ich hab's doch gerade gesehen. Ah, siehst du, hier hinter muss ich durch. Mir fallen diese Wände mit diesen... Naja, keine Ahnung. Ich kann nur nicht ahnen, dass hier direkt alles, was auch nur ein bisschen kaputt aussieht, mich ans Ziel führt. Gentlemen, aufgepasst. Unser ehemaliger Freund Mr. Stagg versäumte es, den Cloudburst aufgeladen und einsatzbereit zu halten. Wir müssen das nun selbst erledigen. Ich brauche Leute in der Biotechnik, die Energiezellen zum Apparat bringen, und ich brauche noch mehr Leute, die sie beschützen. Enttäuscht mich nicht. Mhm. Das ist jetzt wieder Stabilisationsdingens, oder was? Jo. Ja, warte mal, erstmal muss ich gucken. Ich muss ja jetzt hier wieder irgendwo lang. Dann darf ich ja hier schon wieder irgendwas verschieben. Rutscht denn hier gerade was hin und her? Leute, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, hier ist irgendwas am hin und her rutschen. Okay, hier scheint irgendwie... Da, das Ding ist verschlossen. Muss ich die Dinge hier in irgendeine bestimmte Reihenfolge bringen, oder? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Kann mir nicht einer helfen? Hä? Ich bin gerade sichtlich überfragt, nicht wahr? Ihr merkt das wieder. Gib mir mal einen Tipp. Das Ding habe ich ja jetzt. So. Das bringt mir jetzt aber gar nichts. Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Warte mal. Was ist das da hinten? Oh ne, das sind Lichter. Ich renne jetzt nochmal hier durch. Ob ich hier irgendwas finde. Ja, das Ding ist hier. Das ist mir... Sag mal. Ich weiß nicht, was ich hier mache, Gott. Ich bin wieder mal überfragt. Das ist wieder irgendwas Einfaches. Gehen die Lichter kaputt?
Da fliegt irgendwas hin und her. Warte mal. Ich krieg... Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Ich glaube ja. Ich glaube, ich komme jetzt hier irgendwo lang. Da, ja, gucke. Ach, was. Ich habe gerade was kaputt gemacht. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall komme ich jetzt erstmal überall lang. Mensch, spring doch da nicht so wie ein Affe. Die ist auch zu. Hier ist alles irgendwie zu. Kann irgendwas auf sein? Bitte? Hier sind wir PCs. Zugriff auf Forschungsdaten. Ups. Nutzer-ID. Stack Simon. 29. Oktober. Die überarbeitete Formel funktioniert perfekt. Das Gas durchdringt Kleidung und wird problemlos durch Haut und Augen absorbiert. Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon, 3. September. Als... Zugriff auf Forschungsdaten. Nutzer-ID, Stack, Simon, 20. September. Bitte! Es soll aufhören! Die Menschenversuche führten nicht zum erhofften Durchbruch. Ich will nach Hause. Ich will nur nach Hause. Der Cloudburst funktioniert perfekt. Auch wenn ich das zeitweise vor Dr. Crane verheimlicht habe. Ich muss erst deine Formel vervollkommnen. Alfred, Stack und Scarecrow arbeiteten gemeinsam an einem Projekt namens Cloudburst. Aber wenn dem so ist, Sir, warum greift Scarecrow Stack dann an? Stack muss ihn hintergangen haben. Er ist wegen des Geräts hier. Ich verschaffe dir Zugriff auf Stacks Computernetzwerk. Such nach allem, was mit Cloudburst zu tun hat. Ich muss wissen, was das ist. Wie Sie wünschen. Mensch, ihr könnt auch mal ein bisschen zutraulicher miteinander quatschen hier. Kann ja nicht wahr sein. So, was mal lebt hier ran. Eine Runde Daisy zocken. Genau, mit deinem super Upgrade-Arm. Da finden wir den Loot super schnell. Oder auch nicht. Ich könnte da jetzt durchgehen. Ich könnte aber auch mal kurz nachgucken, welche Tür hier gerade geöffnet hat. Ich will das Ding haben, da, anscheinend. Stack, Simon, 14. Oktober. Endlich Ergebnisse. Identifizierung bestätigt. Guten Abend, Mr. Stack. Guten Abend, nochmal. Oh. Bitte lasst mich gehen, ich habe jede Menge Geld, nicht mal Batman kann uns aufhalten. Oh. Aber das hat dich nicht gehindert, Scarecrow noch ein bisschen zu betrügen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein, noch tut es dir nicht leid. Aber wenn Scarecrows Toxin in diese Zelle strömt, dann wird es dir leid tun. Oh Gott, nicht! Ich habe gesehen, was das mit deinem macht. Hilfe! Irgendwer! Wenn ich den Mann mit der Minigun ausschalte, erweckt das nur Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich später um ihn. Ja, also geräuschlos ausschalten oder was? Das wird ja wieder sehr, sehr super toll für mich. Weil ich sowas ja auch so gut kann. Okay. So, jetzt gehe ich hier unten lang und hoffe, da ist wer. Wie komme ich denn hier lang? Und das haben sie mich wahrscheinlich direkt mitbekommen, ne? Ja, der nächste nähert sich schon. Und das nächste Opfer ist bereit für mich zu sterben. Was denn jetzt? Wollte gerade sagen. Und nochmal der nächste. Huch. Na komm, da können wir Multi-Angst ausschalten machen. Wenn die jetzt alle so blöd sind und zum selben Tor gehen. Ja, genau. Ich
Setze thermobaren Sprengsatz ein. Den thermobaren Stab. Zwei, eins. Rennen, wir schnell. Wir können hier nichts tun. Verteilt euch und findet ihn. Du benutzt die Bodengitter? Guter Plan. Hier ist meiner. Batman ist unter dem Boden. Zerstört die Gitter und scheucht die da raus. Du wirst gleich brennen, Batman. Geh nach. Oh ne, huch. 3, 2, 1. Gut. Wo komme ich denn jetzt hier? Ach, wie viele von den Kacktypen sind das denn? Scarecrow muss seine Arbeit beenden. Gott sei Dank. Hilf mir, die bringt mich um. Da ist er. Ich habe euch gewarnt, Gentlemen. Batman ist hier. Zeigen wir ihm, was wir gelernt haben. Ich bin zwei Teams. Team 1, lade den Clownfrosch auf. Team 2, findet ihn. Oh, Alter, der ist so weit weg. Hörst du das, Batman? Wir wissen, dass du hier bist. Bist du still? Erregt! Nichts. Das gefällt mir nicht. Alles gut, wir haben die Kontrolle. Keine Panik. Okay, rein. Wenn. Dieses Versteckspiel macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich tue ja gerade so, als ob ich nichts kann, als Leute hier von hinten so ein bisschen abzustecken. Das ist natürlich die sichere Variante, aber irgendwie uncool. Die hätte ich lieber alle auf dem Mal gehabt, um ihn schön in die Fresse zu polieren. Okay, den hätte ich nicht gerne dabei gehabt. Er ist weg! Seht euch nach Verletzten um! Lalala. Ich hoffe, der Typ ist jetzt langsam mal alleine. Unser Werk ist fast vollendet. Meine Kalibrierungen sind beinahe abgeschlossen und der Cloudburst fast aufgeladen. Versorgt mich bis dahin weiter mit Energiezellen. Scheiße, jetzt wird's langsam eng. Nur noch einer übrig, Batman. Hör mit dem Spielchen auf und hol ihn dir. Ich hab noch viel mehr. Ach, ist jetzt der Einzige? Tatsächlich. Na denn, mein Freund? Alter. Kopfnuss, Alter. Bei dem Schädel. Scarecrow, meine Männer melden sich nicht mehr. Das kann nur eins bedeuten. Uns geht die Zeit aus. Sind wir bereit? Noch nicht. Der Cloudburst muss weiter aufgeladen werden. Das müssen wir woanders machen. Evakuierung vorbereiten. Ach so, scheiße. Haut doch nicht immer gleich ab. Ich gebe Geld. Ich gebe dir Geld. Ich schwöre. Du musst mich hier rausholen. Die sind wahnsinnig! Du hast mich angelogen. Du hast eine letzte Chance, Dag. Eine. Ich... Okay, okay. Hör zu, Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Nein! Nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich berühren! Der Cloudburst, Stack. Welchen Zweck hat er? Sie sind überall auf meiner Haut. Sie kriechen auf meinem Gesicht rum. Ich sollte dich deinen Albträumen überlassen. Okay. Betsy, harter Junge. Sonst rettest du doch jeden verfickten Gangster, selbst wenn er nur ein bisschen einsichtig ist. Aber auch nicht schlecht so. Oh Gott. Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns?
Warum bin ich jetzt in der Ego-Perspektive? Näher, nur näher. Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow-Show? Also, wo ist unser erster Teilnehmer? Sie da, mit den Ohren. Treten Sie ruhig näher. Wie heißen Sie, Sir? Bruce? Also, welcher ist es, Bruce? Knifflig, oder? Ist es der auf der linken Seite oder der auf der rechten? Der links? Die. So ein Pechpetz! Nicht der Ernst jetzt. Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbart. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr, Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Sieh mich an! Ich bin großartig und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Bemerkenswert, diese Brutalität. Los jetzt! Erledige ihn! Sieh ihn dir an! Er ist nicht besser als der Kerl, der deine Eltern umgebracht hat. Du musst etwas tun! Du musst ihn aufhalten! Gut. Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen. Wer hat was von Laufen gesagt? Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes? Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie